Hallo. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Eröffnung des Kindergartens in der Ferdinand-Freiligrath-Gasse 29. Begrüßen Sie bitte mit mir aufs Allerherzlichste unsere zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Ruckmeister. Natürlich die hohe Geistlichkeit, Diakon Walter Friedreich. Es ist jedes Mal überraschend, wie unterschiedlich die Kindergärten in Niederösterreich gestaltet sind, was die Gemeinden sich mit ihren Planen einfallen lassen. Und der besticht natürlich einfach durch das viele Holz, wenn man reinkommt, es riecht herrlich. Es ist wunderschön auch anzugreifen, wenn man die Wand berührt und das Holz spürt. Also einmal mehr zeigt sich, dass unsere Kindergärten nicht nur einfach Aufbewahrungsstätten sind, unter Anführungszeichen, sondern architektonisch wertvolle und auch, was die Umweltangelegenheiten anbelangt, wirklich ausgeklügelte Gebäude. Wie ich reinkommen bin, hat meine Pädagogin gleich erklärt, die Kinder haben schon versucht zu zeichnen. Auf der Wand? Ja, das versuchen sie überall. Aber das hält das Holz auch aus, wie gehört. Und außerdem gibt es eh fast nichts Schöneres als Kinderzeichnungen. Dann sind halt an der einen oder anderen Ecke irgendwelche Strichmandeln drauf. Wird da nicht stören. Absolut. Kindergarten mit ein bisschen Umwegen, kann man sagen. Das kann man sagen, ja. Der Kindergarten war schon am Anfang umstritten. Es gab Berufungen und Beschwerden bis zum Landesverwaltungsgericht, aber die wurden letztendlich zurückgezogen und somit sind wir hier jetzt safe, was den Bau des Gebäudes betrifft, weil die Stadtgemeinde musste anfangs auf eigenes Risiko bauen. Jetzt kann man sagen, Kindergarten, ich kann es nie genug geben, oder? Na, wahrscheinlich kann es schon irgendwann einmal genug geben, aber wir sind noch eine längere Zeit nicht dort. Unsere Initiative, die wir vor etwas mehr als einem Jahr gestartet haben, läuft wirklich wie ein Glöckerl, wenn man das so salopp formulieren darf. Die Gemeinden sind da unglaublich engagiert. Es ist ja ein wirklich teures Projekt, das wir da gemeinsam durchziehen, aber ich glaube, es hat mittlerweile jeder erkannt, dass es jeden Cent wert ist, wenn es darum geht, dass Kinder einen guten Start ins Bildungsleben haben, und den haben sie in Niederösterreichs Kindergärten unbestritten. Ich glaube, der Standort, ein ganz wichtiger und guter Standort. Ist ein wichtiger Standort, war auch ein Hotspot, was die Berechnungen anlangt, das haben wir uns vorher angesehen. Es ist ein Grundstück im Bauland-Wohngebiet, also es bedurfte keiner Umwidmung, so wie manche das vermeint hätten. Das haben wir hier komplett ausgenommen. Es kam einfach dieses Grundstück bestens in Frage. Die Kinder sind hier im Umkreis, im richtigen Alter. Es besteht der Bedarf und daher fiel die Wahl auf dieses Grundstück. Es war ganz interessant, wie Herr Rossen oder Herr Pfarrer gesprochen hat. Drinnen haben die Kinder weitergesungen. Es hat ihnen Spaß gemacht, scheinbar. Ne? Sie fühlen sich offensichtlich wohl, Gott sei Dank. Wir haben uns große Mühe gegeben. Es ist auch sehr gut geworden. Es ist mein erster Kindergarten, den ich bauen durfte und eröffnen durfte. Und ich habe von Anfang an gesagt, der muss perfekt sein. Kann man in dem Fall aber nicht sagen, dass der erste Kindergarten ist bei der Eröffnung. Nein, der erste diese Woche, kann man sagen. Okay. Aber es ist gelungen, was die Frau Bürgermeister wollte. Also was ich gesehen habe, der ist perfekt. Absolut, ja. Und die Kinder dürfen sich wohlfühlen, was wir gesehen haben. Ja, dann drückt man die Daumen, dass jetzt alles so abgeht, wie es sein soll. Das wäre wundervoll und wünschenswert. Genau. Dann sage ich Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, liebe Gäste, liebes Team, liebe Kinder, herzlich willkommen nochmals. Und wie die Frau Bürgermeisterin schon gesagt hat, bereits am 2. September starteten wir mit 52 Kindern in je zwei alterserweiterten Gruppen und Kleinkindergruppen in das neue Kindergartenjahr. Ein Kindergarten ist viel mehr als nur ein Ort, an dem die Kinder spielen und lernen. Er ist ein Ort, an dem die Welt entdeckt wird. Hier knüpfen die jungen Kinder Freundschaften, lernen Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig zu helfen und entwickeln auf spielerische Weise Fähigkeiten, die sie ihr Leben lang begleiten. Hier fangen die großen Abenteuer an, die aus kleinen Schritten bestehen. Ich bin stolz darauf, dass unser Kindergarten ein Ort der Geborgenheit und Förderung ist. Ein Ort, an dem jedes Kind mit seinen individuellen Stärken und Interessen willkommen ist. Wir wissen, dass jedes Kind einzigartig ist und genau darauf legen wir Wert. Unser Ziel ist es, die natürliche Neugier zu fördern und den Kindern die Werkzeuge mitzugeben, die sie brauchen, um sich frei und selbstbewusst zu entfalten. Doch ein Kindergarten ist nicht nur eine Insel. Zusammenarbeit zwischen den Eltern
und dem pädagogischen Team ist uns dabei besonders wichtig. Denn nur gemeinsam können wir eine Umgebung schaffen, in der sich unsere Kinder sicher, wertgeschätzt und verstanden fühlen. Ein herzlichen Dank gilt heute allen, die geholfen haben, diesen Kindergarten zu einem Ort des Lebens, des Lernens und des Lachens zu machen. Angefangen bei den Pädagoginnen und Betreuerinnen, die mit so viel Herzblut und Engagement arbeiten, über den Architekten, die Bürgermeisterin, den Projektleiter, die Planer und Handwerker, die diesen Raum mit Leben gefüllt haben, bis hin zu den Eltern, die uns ihr Vertrauen schenken. Liebe Kinder, dieser Kindergarten gehört euch. Ihr werdet hier spielen, lachen, lernen und viele tolle Abenteuer erleben. Ich freue mich darauf, all die Geschichten zu hören, die ihr von euren Entdeckungen erzählen werdet. Möge dieser Ort viele Jahre eine Quelle der Freude, des Lernens und der Gemeinschaft sein. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, denn du hast uns geschaffen und geheiligt. Nimm dieses Haus, das für die Kinder errichtet wurde, in deine Obhut. Strecke deine Hand aus und segne diesen Kindergarten. Und die Kinder und alle, die hier ein- und ausgehen. Gib, dass dieser Kindergarten ein Ort fröhlichen Spielens und Lernens für unsere Kinder sei und steh allen, die hier arbeiten, in ihrer Aufgabe bei. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich mache die Segnung gleich da allgemein, dann brauche ich nicht durchgehen. Weil ich habe nämlich gesehen, am letzten Tisch steht auch was für die Segnung, aber für die Segnung des Mannes. TV 21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.